Yo, Leute. Hi. Hallo. Also das ist jetzt so ein kleiner Spontan-Vlog, weil wir alle da sitzen und die zwei Behinderungen Hunger haben und wir noch um Mitternacht oder so irgendein Geschäft oder Restaurant suchen. Es hat alles noch zu. Was noch offen hat. Ich bin am Sterben, Leute. Ich habe so Hunger. Ich habe das letzte Mal was gegessen vor, ich glaube, 5 Stunden oder so. Also, das ist jetzt eigentlich grob sinnlos zum Vloggen, oder? Sinnlos ist was anderes. Yo, Leute, also eigentlich geht's darum, dass ich jetzt noch gute 2 Stunden aufbleiben muss. Der Zeitvertreib. Hot. Ah, Don Carlos! Don Carlos! Es besteht Hoffnung. Es besteht Hoffnung für uns. Oh mein Gott. Kino, okay. Hä? Ja, so macht man nicht. Betet für uns. Alter. Mist, 2 Uhr in der Früh! Oh mein Gott! Du rufst sofort an! Ja, aber da kann ich noch dich reservieren. Sind jetzt echt nur zu diesem Kino fahren? Ich hab nicht so viel Geld. Ich hab mir Bankomatkarten nicht. Meine Mama bringt mich um, wenn sie so kann. Das müssen wir machen. Bitte lass uns das machen. Ja, nur mit welchem Geld ist Behinderungen? Ja, aber es ist zu heute, weil es Taxi. Ja, und das Essen. Das Struggle ist real, Leute. Das Struggle ist real. Wir haben kein Geld. Also ich habe schon Geld, aber also die zwei Behinderungen nicht. Nee, ich habe meine Bankomatkarte. Das Ding ist nur, dass ich halt jetzt eben am Sparen bin. Und ich krieg da voll die Schwierigkeiten mit meiner Mama, wenn ich einfach so jetzt Mitternacht einfach so beim Don Carlos dann was einkaufe, Alter. Es ist einfach Mitternacht, wir sollten einfach schlafen gehen. Nee. Weißt du, jetzt habe ich Hoffnung bekommen darauf, dass ich Essen bekomme, Alter. Sollen wir einen Tag mal anrufen? Sollten wir unseren Taxifahrer jetzt mal anrufen? Schreibt es in die Kommentare, aber dafür ist es zu spät. Ich finde aber leider, wenn wir eigentlich so machen, dass er uns was von Don Carlos will und es dann herbringt. Bist dann du leider. Also, ich übersetze mal. Sie hat gerade gesagt, unser Taxifahrer soll zu diesem Restaurant hinfahren und uns dann das Essen kann. Das haben wir schon einmal gemacht, wo wir im Internat waren. Da haben wir einen Taxiunternehmer angerufen und haben gesagt, das und das möchten wir von Mackie. Der ist eingekauft. Und hat uns ins Zimmer gebracht und wir haben das getan. Getan. So immer. Was gibt's denn überhaupt zum Essen? Da gibt's so viel geile Sachen. Was ist da ja? Es tut eigentlich. Also Nudeln, Pizza. Es gibt alles. Salate, alles. Es gibt echt alles. Dann machen wir eine Tischreservierung und noch einen Hofmann tragen. Sollen wir jetzt echt da hinfahren? Alter, ohne Scheiße. Jetzt muss ich mich wieder zusammenrichten. Ich fahr so, Alter. Ah, oh ja. Fährst du auch so? Nein, ich hab gar nicht. Ja, ich auch, aber ich zieh mich jetzt nicht um. Ich zieh mich schon um, Alter. Warum? Ja, Alter, ich werde jetzt nicht so mit der Jogginghose rausgehen. Mit den Pyjama-Hosen eigentlich. Aber was, du kannst mir sonst dabei das Geld leihen und dann gib ich es dir noch, wenn ich mal los. Ja, ich kann dir da das Geld leihen und dann bekommst du es mal wieder in 5 Jahren wieder. Genau. Jetzt an Tragen, Alter. Jetzt ruf mal unseren Taxifahrer an. Aber überhaupt Forsch. Ja, er fährt mich heute schon her. Am Samstag hat er mich nach Kaprun gefahren. So, am Sonntag hat er mich wieder nach Hause gefahren und heute hat er mich wieder hierher gefahren. Heute ist Sonntag. Ja, aber heute bin ich heimgekommen vom Weitergehen, oder? Ach so. Um 4 Uhr in der Früh. Wir haben wieder heimgebracht, also. Dragan! So, Leute, erste Hoffnung ist gestorben. Es hebt keiner beim Restaurant ab. Jetzt kommt noch die nächste Hoffnung. Jetzt rufen wir den Taxifahrer an, ob er irgendwas weiß, was offen hat, ob er uns da hinliefern kann. Ja. The struggle is real. The struggle is real. Hallo Dragan. Sammy. Und zwar, ich habe eine Frage. Und weißt du, ob irgendwas offen hat, nur wo man essen gehen kann? Ja, wir wollen. Wir hätten. Aber du bist jetzt da kein Restaurant oder sowas offen hätte. Ah, oh, schade. Okay, passt. Danke. Tschüss. Ciao. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Tschüss.
tschüss, ciao, tschüss, ciao. Bist du mit dem Asia-Geschäft in Schütter? Nein, der ist fix zu. Asia to go. Stimmt, das Asia to go, gell? In Zell? In Zell am See, Asia to go. Da sind wir ja trotzdem an 3 Uhr. Was? Zellmruf um, schau nach. Wir zwingen es einfach voll dazu, so Restaurants zu suchen, die noch offen haben. Ja, sie ist die Einzige, was das Handy gerade in der Hand hat und meins muss laden. So, was soll ich doch sonst? Asia to go. Ich fühle mich voll businesslike. Vorher waren die zwei so schläfrig in meinem Bett. Ne? Wollten einfach nur pennen gehen und jetzt sitzen wir da und suchen Restaurants. Struggle is real. Weißt du, Alter, seine Mom ist einfach so voll die Liebe und die haben normalerweise immer Essen da, gell? Und heute so, wie er macht jetzt keine Aufbackbrötchen mehr. Ich nicht so, es würden die 10 Minuten dauern. Ich will kein Aufwecken, verdammt. Dann sagst du halt Bescheid. Unser Niveau sinkt immer weiter. Jetzt suchen wir nach einer Tankstelle, die offen hat, dass wir uns wenigstens Chips oder so holen können. Selbst unsere Tankstellen haben alle zu. Ja, nur die Shell. So. Was ist mit... Ja, wir haben noch andere Tankstellen. Nur dazu. Da, sag niemals nie. Sag niemals nie. Es muss irgendeine Tankstelle geben, was noch immer offen hat. Ja, aber welche, ne? Ich glaube, dass die in Schütter offen hat. Wieso geben wir einfach nicht... Nein, die sperren erst auf 6 auf. Wieso gehen wir einfach nicht zu unseren Müllcontainern und fressen raus? Das ist echt, Mann, ich hab echt schon. Mein Bauch. Mein Baby, ich hab ganz schön lange nichts mehr gegessen. Nein, kannst du nicht irgendwas zum Essen machen? Mach halt einfach mal einen Kühlschrank auf und nehmen wir das mit, was wir essen könnten. Ja, egal ob. Egal ob es Käse oder Wurst ist. Ja. Ja, geh du mit. Du kommst mit. Nein. Du kommst mit. 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 Oh. Du kommst mit. Wenn du so jetzt Essen rettest. Sie huckt schon. Warum? Ich hab mich verkniet. Ich kann mal leider lachen. Ich helfe dir auf. Von meiner Wachstumsfuge, das ist nicht lustig. Ja, Wachstumsfuge. Du könntest mir ruhig ein bisschen liebevoll auch. Du hast voll Liebe verdient. Aber echt nicht. Ja, nur Laras Brot. Ich hab gesagt, ja, weißt du, ich nehm das. Ich schneid das auf. Fix da. Da ist der Schwarzbrot. Nein. Was ist das? Nein, das ist so ein Dingbrot. Sag du, keine Ahnung. Schimmelbrot. Extra für die Schimmel, gell? Dann hol ich halt jetzt noch das Nutella. Wir haben Brot und Nutella! Ja! Alter, ich bin so in Heaven gerade, ne? Okay. Hallo! Ja. Cool, danke. Braucht ihr Nutella, bitte? Ich hab gerade so einen Fleck. Mom! Warum immer auf meine Decke und auf meine Sachen? Ja, ne? Wir sind das beste Restaurant. Wir sind ein Nutella-Restaurant. Ja. Und was geht bei euch so? Sicher hat die Weile sicher ein Problem. Ja, warum nicht? Mhm. Ich habe meine Mama was Lustiges zum Erzählen. Und wie war's? Ja. Wie war euer Tag? Wie war meine Mama?
Hey Mutti, du sag ja schon, ich geh nie weiter. Alter Leute, ne? Wir haben jetzt gerade, weil wir noch nicht genug hatten, nochmal geguckt, ob noch irgendwas offen hat. Dann haben wir so gemerkt, so, oh, da gibt es ja noch so einen Dönerstand, der noch offen hat. Was magst du? Pommes. Jetzt haben wir... Zweimal Pommes, magst du auch Pommes? Ja. Ich mag auch Pommes. Jetzt haben wir unseren Taxifahrer angerufen. Eigentlich hätte ich geglaubt, dass sie jetzt, fragt, ob er uns da hinfahren kann, aber sie fragt ihn einfach beinahe, ja, kannst du zwar die Bestellung an, so, kannst du da die Bestellung machen und dann zu uns fahren? Er macht es wirklich. Der macht es gerade wirklich. Alter, ich schwör's euch, wenn ihr mal nach Österreich kommt und ihr kommt hier in diese Gegend, empfehle ich euch diesen Taxifahrer, Alter, ich schwör's euch. Ja, aber es ist einfach der Wahnsinn. Das hat jetzt nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Also, besser kann so eine Nacht nicht sein. Doch noch erfolgreich. Mhm. Danke mir. Danke, Sam. Bitte. Wir skypen. Liebe Grüße an Nadine. Erstens mal hier im Skype und zweitens hier im Video. Aber ich darf sie gar nicht zeigen. Sie will nicht. Ja? Hallo. Sag auch mal. Hallo. I'm so in help, Marge. Foodporn, Alter. So, ich denke mal, ich glaube, das war's jetzt, oder? Ja. Diesen Vlog. Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag oder eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das guckt. Das ist so ein Nachteil, wenn man hier in so einem kleineren Dorf wohnt und nicht in der Stadt. Aber man findet immer eine Lösung. Ja. In diesem Sinne. Ciao, bis zum nächsten Video.